Videos. Inzwischen sind immer alle meine Skillpunkte relativ verbraucht. Dann ein Go Home bekommen. Ich kann auf jeden Fall zum nächsten Floor gehen erstmal. Gasp, this fiend, the other kanji staring at us. Hey there, cutie pie. Are you trying to break the barrier of the acceptable just like me? No sense, I can't rescue kanji. Oh, does it mean you are yearning for me? Is that so? Oh, that makes me so happy. Well then, I simply must prepare something spectacular for you. I'm so looking forward to seeing you soon. Well, toodaloo. Sensei, this little beer is getting too scared to go on. Okay, hier ist wahrscheinlich der Boss. Jetzt will ich mal was probieren. Und zwar, wenn wir jetzt zurückgehen mit dem Go Home. Wir können ja hierhin zurückkehren. Are you okay, Sensei? Don't push yourself too hard. Don't return. Wo ist denn der Fuchs? Ich will mal wissen, ob der meine Skillpunkte mit auflädt wieder. Wenn ich den bezahle. Davon abgesehen, wie viel Geld habe ich denn? Sehe ich irgendwo das Geld? Das fehlt mir so ein bisschen, dass ich das Geld nicht sehe. Ask for healing. Seems you need 2000. Moment, 27.000? Okay, das ist arschteuer. Nee. Können wir kurz in den Velvet Room nochmal reingehen? Fuse Personas. Fusion Forecast. Create a person of Priestess Arcana. Bonus Social Link XP. Resist Dizzy Aheaded. Okay. Moment, ist das immer Temperance Chariot Strength? Temperance Chariot Strength? Chariot Emperor Strength. Das sind bestimmte Kombinationen, glaube ich. Das wäre es irgendwie nicht wert, nur für den Yukiko. Yukiko wollte ich eh nicht für gehen. Hat sie Pech gehabt, die Dame. Acquiring Data, was haben hier die meisten gemacht? Ipon Datara, Kuthis, Akshara, Kuthis, Huan Po, das sind Sachen, die über meinem Level sind. Bin ich noch online? Ja. Okay, weil lange nichts mehr geschrieben wurde, deswegen war ich gerade irritiert. Eine Stunde lang schon. Was ist denn, wenn ich einfach Oberon und Titan friere? Ipon Datara. Dann haben wir unsere Dunkelheit. Würde ich mal sagen, machen wir das einfach. Und dann haben wir auch unseren Hermit für den Fuchs. Leg Damage, Leiter Damage to All Foes, Marzio. Nullify Stat Penalties on Party. Light Elec Damage on All Foes? Moment, was hat er bis jetzt? Die ist Light Fire Damage to All Foes, dann hat er nur AOEs. Light Chance of Instant Kill. Ja, dann ist das halt unser AOEer. You are rank 1 in the corresponding social link. Well, I wonder how much power that will grant. Is this person acceptable? Yes. I am Ipon Datara. You have to show me your determination. The Hermit Social Link infuses Ipon Datara's power. Ich will noch ein Level up meistens drauf. Oh, Level 18. Sehr schön. Archangel, Justus. Bin unentschlossen so richtig. Bin ziemlich unentschlossen. Das ist. Wenn, dann würde ich eher Principality nehmen. Dann habe ich kein Leid mehr. Ach doch, habe ich.
Dann bin ich Ouroboros los, bin Sandman los, den ich gerade geholt habe, und Archangel wird verbessert sozusagen. Jawohl! We would like to pass on. Streak gegen Darkness. Fire, Winds, Steady Restores HP, Steady Restores Party HP. Der Patra ist ganz nützlich. Dodge Ice. Ice Attack Evasion Rate. Verifies Dead Bonus on all foes. Das ist, glaube ich, ziemlich nützlich. Und das Dodge Ice ist nützlich. Das Dispel ist nützlich. Panic Boost. Hat keinen Panik auf dem haben. Slightly restores Party HP. Das kann ich fast nicht tun. Also. Weil ich immer was anderes machen muss eigentlich. Nehmen es trotzdem mal mit, sicher ist sicher. We are ranked 2 in the corresponding social link. A small amount of power should be granted of your opponent's creation. Yes. So, I am Principality, I am with you on the path to glory. The justice social link fuses with power. Geht jetzt 2 Level ab? So. Wofür müssen wir jetzt vielleicht noch gewappnet sein? Wir haben was. Wir haben physisch was mit Eligor. Wir haben Feuer, das ebenfalls, also damit können wir zumindest angreifen, das Eligor. Wir haben Jack Frost für Frost. Wir haben Izanagi für Elektro. Wir haben, wir hatten Wind. Im Sylph für Wind. Wobei wir alle nicht so hoch im Level sind, ne? Sylph für Wind. Wir haben Principality für Light. Und Ipondatara für Darkness. Also eigentlich sind wir erstmal soweit dann. Von den Elementen, mit denen wir angreifen können. So. Dann würde ich sagen, wir speichern mal kurz. Switch für Kanji. Und wir versuchen das mal, das mit dem Kanji jetzt zu machen. Ich muss das zum ersten Mal nicht hinkriegen. Continue from Bath Number 6. Be careful. Hier war es auf Stufe 6 schon. Zumindest denke ich, dass es hier ist. Moment, what? Darf nicht! Ich darf nicht auf der höchsten Höhe anfangen. Ich darf nicht direkt vom Boss anfangen. Das ist scheiße. Hau ab. Outside of the door, open the door and enter. Yes. Oh. Welcome to Man's World. This place is heating up from the sudden entry of a fine young man. To celebrate this encounter, I've prepared a special stage tonight. A single match with no time limit. Who will be left standing in the end? Now pour out your heart, blood and guts. Oh, don't lose, Sensei. Okay, das ist wahrscheinlich aber wieder weak gegen Protest. I'm sure you'll win. Oh, what? Ist wahrscheinlich wieder weak Yikes. Gegen Light. One enemy. Fight, fight, fight. Kann ich den silencen? It's not working. Nee, kann ich nicht. Kann ich den verbrennen? Geht so. Wir brauchen hier aber jetzt unsere Principality-Persona. Und gucken mal, ob wir ihn instant killen können. Oh, können wir nicht. Das ist eine Special-Version davon. Dann wird's bitter. Der wird wahrscheinlich keine Elementschwächen haben und... Attacked up, der macht mich irgendwann One-Shot, ne? Hit and Evasion.
Ja. Hit und Evasion ab, bitte. Das ist Quatsch. Sie hat so viele Skillpunkte, dann mit nur Füße anzugreifen, wenn sie damit mehr Damage macht. Unify ist Deadmau5 und OVs. Gib mir mal. Damit du hier nicht dich hochpowerst wie sonst sowas. Tut mir, der wird physisch auch resistent sein. Oh, ich treffe ihn einfach nicht. Yuki-chan's in danger! Help! Someone! Das war bitter. Gut, dass ich gerade die Stats noch vorher negiert habe. Darf ich jetzt mal? Oh, er ist physisch nicht stark. Ja, crit ab auf mich. Power Charge. Es charged up. Ist sie einfach nur Garden? Wenn sie jetzt hier charged. Oh, oder auch nicht. I am thou. Hit Erasion Rate reverted. Ich guard mal lieber auf meinem und lasse es meine Mates machen. Attack up. Schon wieder. Ja. So wird's im Crit. Ich muss garden, sonst one-shot er mich irgendwann nochmal. Würde doch nicht panicken, oder? Ah, sehr schön, er hat gemisst. Nebel Escapes, Heal. Ich glaube, der hat aber einen Crit abgekriegt. Oh. Critical Rage Reverted, das war abzusehen. Ich muss ein bisschen reinheilen eigentlich mit Yukiko, glaube ich. Oder wir healen auch mit Yuzuka ein bisschen rein. Ich glaube, wir sollten lieber mal einen Gruppenheal machen. Wir sind alle relativ niedrig. Wenn ich jetzt attacke und sterbe, ärgere ich mich. Probieren wir mal. What? Er kann... What? Okay, er nullifiert schon mal Light. Interessant. Nur die Frage, ob Darkness auch das gleiche ist. Ich könnte noch einen Darkness versuchen. Wind noch gar nicht versucht. Oh man, Wind, aber ich finde mal nicht, dass es viel bringt. Nope. Und Elektro-Pferd theoretisch noch. Dieser Nagel ist leider die niedrigstlevelige Persona, die wir haben. Er hat gar kein Element Schwachpunkt. Auch kein Hardpunkt zum Glück. Und es countert die ganze Zeit. Warum das denn? Warum nur auf ihr?
Let's do this. Persona! Thanks! I am thou. There! Verstehe nicht ganz. Ich würde, glaube ich, Eligo holen, weil die ist stark gegen physische Attacken und ich glaube, er macht fast nur physische Attacken. Den konnte er nicht. Nicht merkwürdig. Den konnte er auch nicht. Yuki-chan's hurt! Hurry and heal her! Au. I guess. Wenn ich glaube nicht so oder nicht angreifen können, sinnvoll. Muss man ihn aber mal endlich killen, ja. Ist der Fischen SP kriegt er auch. Ja. Verbrenne von der, die du umgehauen hast. 700 XP gab das, aber wenig Geld. That's our sensei. I knew you would win. Obtained bathhouse key. Hier war ich vorhin schon mal drin, denke ich, in dem Raum. Und da war ja nix. Stellt aber. Du kannst weglaufen. Lauf mal weg. Dich wollen wir eh nicht haben. Das fällt mir mal hin und verschwindet. Oh, jetzt haben wir noch eine Käfer-Version. Really kann ich den paniken lassen? Der ist nämlich physisch echt stark. Wenn er dann seinen Mate angreift, ist es uns sehr, sehr einfach. Jawohl! Dann kann ich den hier silenzen und dann ist es ein sehr einfacher Kampf, denke ich. Two enemies left. Bist du vielleicht feueranfällig jetzt? Was für das Eisen für das letzte Mal? Couldn't do it. Das ist immer noch nicht. Was war der eigentlich anfällig? It's so strong. Aber Feuer weiß ich nicht. Und Licht weiß ich nicht. Persona. Ich glaube, du hattest noch Feuer, oder? Ja, hast du. Ah, der ist sogar Feuer weak. Ich glaube tatsächlich, dass das hier ihn killt. Weil, wenn du danach nicht mehr One-Attack hast, kriegst du mit einem Damage-Anzeige für den Sieg. Ich erzähl das nicht. That's some thick skin. Here goes, Yukiko. Und Twin Dragons auch noch! Was ist hier? Mega-Kombo! Bam, 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 bam! Oben, unten, links, rechts! Hier wird alles geknüppelt! Ha! Summon my ass! Bin mir nicht mehr so sicher, wobei eigentlich die XP und das Geld sprechen schon dafür, dass es geklappt hat. Dass es als Besiegen zählt, wenn man den rauskriegt. All Lightning, okay, das ist also einmal Blitzschaden. So, move to next, was bin ich schon Stufe 11? Und den Bathhaus. Ah, das sieht aus wie Boss. Okay, das sieht jetzt wirklich aus wie Boss. I can sense Kanji. He must be behind this door. Open door. No. Denn wir müssen jetzt nochmal Item. Wir haben nicht mehr viel, wa? HP. Skill. Eher von dir in dem Fall. Mal Höhen schön hochgepowert. Jetzt gehen wir rein. Ja, ist Open Door. Kanji! Ach, der sagt bestimmt, du gehörst nicht zu mir, ne? Oder du bist nicht ich. Oh, komm now! Enough with the charade. Isn't it awful to deceive people? To deceive yourself? Ich glaube, deswegen regnet es am Anfang so wenig, damit du dich hochleveln kannst. Dann kannst du aber halt nichts anderes machen, wenn du dann hochlevelt hast. Du hast halt irgendwie, ich glaube, du hast fast 2 Wochen Zeit.
um Yugi zu retten. Aber derzeit habe ich halt, bin glaube ich einmal leveln gegangen. What's so bad about doing what I want to do? And that has nothing to do with it. I'm what you really want, aren't I? Hell no. You are not me. Oh, how I hate girls. So arrogant and self-centered. They cry if you get angry, they gossip behind your back, they spread nasty lies. Ich bin auf normal, ja, aber wenn der Unterschied zwischen normal und sehr schwer nur ist, dass du mehr grinden musst, dann spiele ich sehr gerne auf normal, Xan. They look at me like some disgusting thing and say that I'm a weirdo. Laughing at me all the while. You like to sew? What a queer. Painting is so not you. But you're a guy. You don't act like a guy. Why aren't you manly? Das scheint in Japan noch ein ziemliches Problem zu sein, dass zum Beispiel man nicht nähen darf als Mann. Holy shit. Die haben echt noch sehr, sehr festgefrorene Genderrollen, kann das sein? What does it mean to be a guy? What does it mean to be manly? Girls are so scary. I ain't scared of them! Men are much better. Ooh. They'd never say those awful, degrading things. Yes, I vastly prefer men. In JRPG kenne ich das, dass höhere Schwierigkeitsgrade eigentlich nur für New Game Plus gedacht ist, weil du Stats und Level der Gegner auf einmal 4 bis 5 mal so hoch sind wie sonst. Ich denke auch, dass es hier einen New Game Plus geben wird, weil sonst sehe ich nicht, oder sonst hoffe ich nicht, dass wir bis Level irgendwie 60 oder sowas kommen in dem ersten Durchlauf, was würde bedeuten, wir brauchen viele, viele Stunden dahin. Hell with that! What makes you think you can say that shit with my face? Und vor allem irgendwie 200 Viechter, die man sammeln kann und sowas, also ich denke auch, hier wird es ein New Game Plus geben. Why, you're me. And I'm you. You do know that, don't you? No. Nuh-uh. No way! Halte den doch mal auf, so ein Bullshit zu sagen. There's no way in hell that you're me. Ach, Mann. You're me, and there's no denying it. Kanji-kun! Holy shit! Was ist denn das für ein Muskelprotz bedeckt mit Rosen? What the fuck? Everyone, on guard! Und Männersymbolen als Kampfhilfen. I am a shadow, the true self. I'm just being true to myself. And that's why I'll get rid of anything in my way. Are these Kanji-kun's true feelings? Kind of. This isn't really him. It's just his emotions going haywire. Das stimmt. This has nothing to do with you guys anymore. Didn't I just say I'm gonna get rid of you? So, ist die Frage. Wogegen wird er... Okay, kann ich einen seiner Helfer erstmal panningen lassen? Das wäre sehr hilfreich. Okay, kann ich nicht. Das suckt. Wind? Nope. Feuer? Oh, die sind wie gegen Feuer. Okay, nicht alle beide sind. Er nullified Feuer. Und er ist weak gegen Feuer. Und ihm ist Feuer egal. Wenn der links Feuer nullified, dann ist er doch vielleicht weak gegen Eis. Ist er. Und dem Mittel ist es wieder egal. Orbit Momo. Infected with Poison. Wie kann ich denn Poison? Was macht denn Poison? Red Wall. Oh nein. Fire Resistance. Das ist der andere. Der andere macht White Wall gegen Eis. Oder er attackt einfach. Yosuke's all poisoned.
this Panic, Fear and Rage Party. Nifa is Ice Resistance. Yikes! This is one tough enemy! Er schwiegt ihm Feuer. Der hat eine Ice Resistance, ne? Ne, der hat eine Feuer Resistance. Er ist weak gegen Eis. Yikes! This is one. Er hat wahrscheinlich eine Ice Resistance. Sensei, hurry and get rid of that poison! Moment, ich krieg's nicht auf die Reihe gerade. Moment. Der ist weak gegen Feuer, also ist wahrscheinlich Ice Resistance. So, Skill. Icebreak. Auf ihn. Ice Resistance nullified. Okay, das heißt, immer wenn ich was gemacht habe, macht das Damage. Medicine, Peach Seed. What do you use? Revive an ally, cure silence. Cure all aims beside down and consciousness. Cure all aims beside down and consciousness. So, auf alle, sehr schön. So, dann machen wir hier Agi auf den rechts. Hä? Yikes, this is. Ach, der hat die Fire. Ach, scheiße, er hat das Fire-Ding draufgekriegt. Ich komplett vergessen. Aber ich kann jetzt mal Bufu machen, weil die müssen jetzt beide zumindest Eis abkriegen. Ja. Great moves, Chie. Direkt nochmal hinterher. Aua, das tut weh. Die Fans ab. So, ein Icebreak habe ich immer noch, da kann ich nochmal Mabufu machen. Bis zwei Leute mit Eis agieren können. Nice moves, Partner! Ich habe keinen Firebreak. Wind weiß ich bei ihm nicht. Wind habe ich bei ihm auch nicht ausprobiert. Wind habe ich generell noch nicht ausprobiert. Maguru. Okay, Wind sind ziemlich resistent gegen. Der einzige, der jetzt weak gegen Feuer ist. Party hier? Party hier, würde ich fast sagen. Weil ich schon langsam ein bisschen runtergepokt wurde. So, und wir machen mit dir weiter mal Bufu. Er attackt einfach. Aua! Das ist, glaube ich, relativ wenig gefährlich. Bei 47 ist schon ordentlich. What? Ich hab nicht den AOE gemacht, ich Vollidiot. Mein Hammer physisch schon getestet? Nee, aber nicht. Tag, Skill, Bash. Nehmen wir mal den in der Mitte. Ich glaube, der in der Mitte hat überhaupt keine Schwachpunkte. Wahrscheinlich. Hier an der Seite sind physisch zumindest angreifbar. Aber auch nicht so viele. Great moves here. Machen mal für sie den Crit ab, weil sie, glaube ich, physisch am meisten angreift. Au! Oh nein, dass sie noch einen One-More kriegt, ist richtig scheiße, glaube ich.
Perspektive ist Rage. In Rage sollte ich noch ein Heal haben. Oh, ich glaube, die haben ein Heal. Fire Resistance reverted. Aber es ist gerade Rage. Ja. Oh, Sensei's back on his feet! Hab ich was? Das ist Panic, Fear and Rage Party. Jawohl. Das war super wichtig. Brauche ich hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Dash und Sonic Punch ist. Ob das einen Ticken mehr Damage macht. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. So. Jetzt haben wir den rechts, ist glaube ich keine Feuer Resistance mehr und ist weak gegen Feuer. Sprechen nehmen wir jetzt mal Medium Feuer Damage. Yo, 187. Er macht jetzt einen Galaxy Kick. Oh, ist einfach nur ein Additional Kick. Finde ich eine gute Option. Der ist eisenfindig. Beide genockdowned. Skullcracker. Versuchen wir erstmal einen Ad zu erwischen. Marzio ist wieder Blitz auf alle. Ja, also zum Glück der ist schwach dagegen, ist hat es nicht abgekriegt. Das wäre bitter gewesen. Auf jeden Fall ist Gruppenheilungen. Und der muss weiter mal Buffo machen, um alle zu erwischen. Mal raus. Aber der hat rechts wieder Ice Resistance. Also machen wir nochmal einen Ice Break auf ihn. Ice Resistance nullified. So. Brauchen auf jeden Fall Heals. Unter 100 HP sinken hier. Oh, noch eine Gruppenheilung hinterher direkt. Wobei sie mit Feuer müsste eigentlich den rechts angreifen. Das ist ein bisschen. ...171 Skullcracker, holy moly. Verbitten Momo war, glaube ich, wieder wieder Gift, ne? Ja. Attack Reverted Rampage. Das ist relativ entspannt. Noch ein Item für Poison. Cure Silence. Oh, sets down uncovers one ally. Ich hab Poison Heals fast nicht, ne? Machen wir mal Defense auf die ganze Party hoch. Ich hätte ja am Anfang machen sollen. Yosuke's all poisoned. Go for it. So, Medium Fire. Not bad, Yukiko. Wir nehmen zuerst das Ad raus. Auch da. Swift Strike durch eine physische Attacke. Oh, das haben alle. Alter Schwede. Item. Physical Mirror. Bravely raises the entire party's attack. Diamond Shield. We raise the entire party's defense. Stat Penalties. Firecracker. Ball Lightning. Tiny Soul. Vanish for Mouthwash, Revival Beat, Value Medicine. 100 HP auf alle. Machen wir mal. Bevor wir das hier verlieren, deswegen. Yosuke's all poisoned!
139 ist richtig stark. Der liegt immer noch. Dann kann man, glaube ich, immer noch einen guten. Jo. Auch noch einen Skullcracker. Naja, das stimmt aber ewig nicht. Geht doch nicht weniger HP, oder? Dann ist der. Pick with Rage. Oh, scheiße. Yosuke's all poisoned! Mipadra, Rage and Fear, Dispel. Yosuke is no longer poisoned, sehr schön. Mal ein Sonic Punch, wie der was bringt. Ist einfach nur 170, das ist echt. Dann noch einmal ein Agi zum Knockdownen. So, haben wir den geplättet. Jetzt reicht es gerade mal für einen Heal noch von ihr, ansonsten hat sie nur noch einen Attack. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wie viel kann ich noch attacken? Ich würde ihr nochmal den Rebellion geben. Critical up. Nice, hat gemisst. Mache ich jetzt mehr Damage mit normalen Attacks? Ich glaube, mit normalen Attacks mache ich nur 25 oder so. Damit 54 Defense rewarded. Jetzt mache ich den mit einem normalen Physical Skill. 64, ist kind of egal. Achso, das waren die, das Item, ne? War Defense rewarded. Rampage gegen alle, das ist Quatsch. Auch wenn es dreimal trifft. Ich glaube nicht, dass ich einen Boss paniken kann. Entsprechend brauche ich kein Panic benutzen. I've already made my decision to go through with this. Get out of my way, or I'll crush you. Come with me. Yes. Giftet uns wieder? Wir kriegen es immer nur die Jungs in der Mitte ab. Die Vergiftung. Yosuke's all poisoned. Persona, Ippon Datara. Oh, das war der falsche. Weil er zumindest mehr Damage macht. Das Gefühl macht er aber nicht mehr so viel aktuell. Wir heilen nochmal. Sorry. Irgendwann muss ich mit meinem HP aufpassen. Ich habe nochmal ein Party 100 HP. Aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Yosuke's all poisoned. Eligo sollte ich nehmen. Die ist doch stark gegen Physik. Ich bin vollkommen ein Idiot. Frage, ob ich ihn poisonen kann. In die Poison Skewer. 56. Sieht nicht so aus. Er kann sich aber selber heilen, wenn er gepoisoned ist. Das hilft, glaube ich, einiges. Sie hat literally 0 Skillpunkte. Critical rewarded. Mach mal lieber normale Attacken. Wieder? Ah, das ist Rage. Ah, shit, jetzt muss ich zu Jack Frost zurück. Der hatte die Dispel-Fähigkeit, Mipadra. Wobei Rage eigentlich egal ist, weil ich eh nur normal angreife. Ich hätte auch einfach Rage drauf lassen können, ich Vollidiot. Also, jetzt mal ernsthaft.
gleichzeitig nicht auf alle, genau, das war shit. Eligor. Kann ich auch heilen? Armchopper. Armchopper, glaube ich, einfach getroffen. Jo, es war nämlich fast 100 Damage mit einer Attacke. Das ist schon ziemlich geil. Und du heilst jetzt, bist zum Heil degradiert worden, weil du hast noch die meisten Skillpunkte zum Heilen. Stay out of my way! What's wrong with acting however I feel like? Ja. Ich will nicht sagen, du darfst jetzt. Au. Wow, that was intense. Are you all right? Es charged up. Tja, es ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich werde auch mal heilen müssen, wa? You're gonna pay, damn it. Beziehungsweise, ich habe doch noch hier Entire Party Defense up. Und wir haben auch noch eine Value Medicine für alle. Zumindest klaut das Spiel dir keine Ressourcen, wenn du es nicht schaffst. Sie hatten zwischen wie einen Skillpunkt? Wenn mich misst, trifft er gar nicht mehr. Interessant. So, Arm Chopper, let's go. Das macht 100 Damage, das ist mit das Stärkste, was ich aktuell habe. Oder knapp 100. Dann müssen wir da immer weiter heilen. Ja. So, hier ist zum ersten Mal, ne? Yukiko ist out of skill points. Ich hab ein bisschen das Problem, dass mir die HP ausgehen. Jetzt müssen wir mit zwei Leuten heilen. Yosuke's all poisoned. Und mit einer von den schwächeren Angreifern angreifen, leider physisch. Sieht ein bisschen aus wie ein Stat-Check hier. Yosuke's all poisoned. Thanks. Ich will nicht mit dem Frost healen, weil es irgendwie 5 HP mehr bringt, aber ich glaube, ich kriege deutlich mehr Damage dadurch. Yosuke's all poisoned. Reflects Magic one time, Barrier that reflects Fizz one time, Assault and Trigger that raises entire Attack Party. Yeah, Party Attack Race. Dann sollten wir aber auch mit Skuwar gehen, wenn wir einen Attack Race kriegen. 95, ey, das ist so stark. Hätte ich vorher schon machen sollen. Ist eigentlich egal, mit dem greife ich eh nur an, dann kann ich das Rage auch wurscht. Ehrlich gesagt. Aber ich würde hier nochmal einen Armchopper reinnehmen, weil wir gerade in den Attack-Bonus haben. Yuki-chan's mad as heck! Let's do this! Muss Yuki-chan nicht rausholen. Ja, das ist ein Rage, ist doch im Fall. Macht 72 Damage damit. Und niemand auch 100 damit. Oh, Fnatic Spark können wir jetzt nicht killen. Yuki-chan's in danger! Help! Someone! Ja, Revival Beat. Let's do this! Ja, die sind Rage, mach ruhig. Mach den Kill mit dem Rage. Okay, nachdem die Ads tot waren, war das glaube ich ganz okay, weil er nicht so viel Damage gemacht hat. Der war relativ entspannt, der Boss, fand ich. 8000 und 1000 Skill. Last Resort One Hit beim letzten Fight auf der Ebene, nervig. Ja, Last Resort ist quasi das hier, wie heißt das Explosionsding, was es bei Pokémon auch gab. Was auch so ein Selbstzerstörer-Ding war. Weil der stirbt ja auch dabei. Haben wir ziemlich früh, glaube ich, in der Story geschafft.
Kanji zu befreien. Ich glaube, da war ein bisschen mehr Grinding vorgesehen. Oh, damn it. Kanji-kun. Wait, Yukiko. Something's wrong. Oh, wir haben es auch nicht geschafft. It's still coming at us. Kanji is still rejecting it. Well, I can't blame him with this many witnesses. Such a passionate approach. What? I think that you three would make wonderful boyfriends. Stop it! You got it all wrong. Ach, jetzt ist Yosuke ist auch noch am rejecten. Oh, nee, das wird nicht besser. Stop! What the hell are you blabbering about? I don't care who wrote someone. Anyone, please accept me. Ja, deswegen Yosuke, dass du ihn nicht accepted, hilft halt nicht. Stop it! Accept me for who I am. Wow, wow! I really don't swing that way. Ja, aber du kannst ihn trotzdem accepten. Du kannst ja immer so sagen, ich will nicht dein Boyfriend sein, aber du kannst ja trotzdem sagen, es ist cool, dass du so bist, wie du bist. Du wirst bestimmt jemanden finden, der zu dir passt. Aber sagen, hau ab, ist nicht so gut. I said stop it. Er versucht immer noch mit seiner harten Attitüde, da irgendwie jemanden unter Kontrolle zu kriegen. Er haut ihm einfach einen in die Fresse. I can't believe something like this is inside me. Oh, aber da hat man das akzeptiert mit der Aussage. Mit der Aussage hat er es akzeptiert. Kanji, you're... Yeah, I know. I've known all this time I had something like you. It ain't a matter of guys or chicks. I'm just scared shitless of being rejected. Ah, darum geht's eigentlich. Ihm ist eigentlich scheißegal. Es geht nicht um Sexualität an der Stelle. I'm a total pansy who tries to make everyone hate me. Auf der Ebene hatte ich zwei Level gefahren, ohne viel Schaden zu nehmen. Passiert. You need to be brave. You're not alone. You're not alone! Wir kamen, um dich Come zu retten. On, get up. Anyone who looks like me, I know they ain't so weak that they can't take a punch. Ich finde Kanji irgendwie cool. I already know that you're me. You're me. And I'm you, damn it. The strength of heart required to face oneself has made manifest. Whoa, 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 whoa. Was bist du denn für einer? Holy. Kanji has faced his other self. He has obtained the facet used to overcome life's hardship. Persona Taki Mikatsushi. Shit. Das ist immer sehr anstrengend. Kanji-kun! Let's get him out of here. Yep. Let's get him. Aber das sollte uns relativ viel Zeit kaufen, glaube ich, bevor das nächste passiert, in dem wir viele Dinge tun dürfen. Kanji-kun, are you okay? It's nothing. Whoa. I feel great. It's like my mind's all cleared up. Na, hoffentlich, aber du scheinst ein bisschen kaputt zu sein. Glad to hear you. No need to act so tough. Wir helfen dir trotzdem. Hey, about what just happened. Ja. We'll tell you later. Yeah, you better. We'll explain everything later. You need to take a rest now. We'll be waiting for you at school. Neue Clique an der Schule jetzt. School? Bin erst dabei. Sure, if I ever feel like going. Ja, so, I'll take this guy home. Oh, Yosuke bringt ihn nach Hause? If anyone asks, I'll just say I found him somewhere like this. Warum nicht Yukiko? Oh, gut. You were able to rescue Kanji. Now you must wait for him to recover. Will this take you one step closer to solving the case? Wahrscheinlich nicht so direkt. The three of you are sitting down having dinner. Oh, I forgot to tell you. Remember that Kanji Tatsumi guy I told you about? You know, the one who went nuts on that news special. Yep. His family's shop called in to report him missing. But now he's been found. Game is hard. Ich hab dir gesagt, dass ein paar von den Attacken und selbst die Bosse auf normal nicht ganz so easy sind. Gerade am Anfang, wo du noch gar keine viele Möglichkeiten hast und auch nicht viel Geld hast, um dir irgendwelche Items und sowas zu kaufen oder zu farmen. Also, ich find's nicht so, dass man das auf super schwer spielen muss von Anfang an. I thought I'd let you know, since you go to the same high school. I'm glad to hear I didn't know about it.
I'm glad to hear that. Yeah. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, was ich jemand sage, der sagt das einfach nur. One other thing. Some people have seen you around that textile shop lately, I hear. It's not the kind of shop students normally visit. Ja, und? Just what kind of business did you have there? My friend took me there. A friend? Yeah, oh, Yukiko. That Amagi girl. That's right. Her family's inn buys their stuff wholesale. Fine. Das erklärt's, glaube ich, ganz gut. Just don't get yourself in over your head, okay? Nö, alles gut. Ich bin stark und erwachsen. Are you fighting again? Nö. Das war jetzt wirklich kein Fighten. Das war ja wirklich ganz zivilisiert miteinander reden. Kapitel 3, I guess. Wenn wir speichern jetzt gerade wieder. Chapter 3. You have a day off from school today. All you can do now is wait for Kanji to recover. What should you do today? Wir kriegen bestimmt wieder einen Anruf, dass wir hier irgendwie Sport machen sollen oder sowas. Ah ne, es ist Sonntag, nicht. Was nicht gerade mitten in der Woche? Good morning. Nanako seems troubled. Mit Nanako wollte ich sowieso immer Zeit verbringen, von daher Nanako ist. We are growing veggies at school. Okay. The teacher gave us seedlings and told us to try growing them at home. Okay. I asked Dad, and he said I could plant them wherever I want. I don't know where's good, though. It seems Nanako wants to grow vegetables. You recall that there is an open plot of land on the side of the house. You may be able to set up a simple garden there. Is that part of the Dojima property? The place next to the house? Yep. Mm-hmm. We don't use it, but it's our yard. Is okay. That where we're gonna plant the seedlings? Na klar, können wir machen. Okay, im Kapitel, nachdem man Kanji gerettet hat, kriegt man also jetzt sozusagen, wo man die Tomaten anbauen kann und sowas, um dann die Soul Tomatoes zu haben. Man sollte sich die Skillpoint-Probleme relativ gut lösen lassen. Is this where we're gonna plant the seedlings? Ja, wir müssen ja noch umgraben und so, ne? Or someone once planned to fix up this yard. There are tools and here you can... Around here you think you can use. You should be able to make a nice garden with these. You use the tools here to make a garden. Your diligence has increased. Your diligence has changed from keller to persistent. Ah, das sieht einfach nach Wasser aus. Can we plant the seedlings now? Klar. You plant the tomato seedlings together with Nanako. Will grow? Ach, bestimmt. They will if we work hard. They will if we work hard. Mhm. I'll do my best to take care of them. Ah, Nanako ist schon süß. Hey, I want to make a sign. Okay. No one will know what we planted until the veggies grow. Okay. I gotta write down that there are veggies growing here. Okay. Alright, let's make a sign. Yay! Thanks! Wäre wahrscheinlich der Moment gewesen, wo ich sagen könnte, nee, mache ich nicht und ich kann an dem Sonntag noch was machen, aber ich will Nanako helfen. Sehr gut. You put up the sign you made with Nanako next to the garden. The sign is small, but it makes for a perfect finishing touch. We did it! Perfekt. I'll be in charge of watering the plants. Kannst du machen. I have to. Okay. We planted them together, so we should grow them together. Soll ich da auch was pflanzen? Nanako seems happy. If a lot of veggies grow, will our house be like Juness? Nee, wahrscheinlich nicht, aber... I can't wait! Das wird auf jeden Fall hübscher. There are seedlings planted in the garden. You should check on them frequently until it's time to harvest them. Frequently? Heißt das jeden Tag oder reicht einmal die Woche? By using the gardening tools, you can check on the progress of the plants in your garden. Okay. From here, you can visit the garden to maintain, harvest or replant. Vegetables become ready to harvest a while after planting them and will wither if you leave them for too long. When a vegetable is ready for harvesting or has withered, an icon will show up above the gardening tools.
Harvesting and planting do not take time, but because maintaining the garden takes labor, time will progress. Maintaining your garden will increase your diligence and makes the plants in your garden ripen more quickly. In addition, maintaining the day before harvest increases the crops produced. Also, if you maintain the garden with Nanako or Dojima, you can improve your relationship with them slightly. Once you harvest a vegetable, you must plant another seedling to get more. Make sure you don't run out of seeds. Vegetables you planted should be ready for harvesting in about 5 days. What will you do? See vegetable plantation, plant a different vegetable. Okay, ich kann halt den Garten maintain. Ich würde sagen, wir haben ja heute quasi schon maintained. Deswegen würde ich, glaube ich, go outside machen. Go out until evening, yes. Student, welcome. Oh, what's wrong, mister? May be able to obtain seedlings to plant in your home garden. Seedlings for a home garden? I surely do have some of those. Planting a family garden, huh? You seem young for that. I admire your spirit. Well, say no more. I give you a few of my best seedlings. It's an old truth that good seedlings are half the job when it comes to growing vegetables. I can't give them away for free, of course, but I'll sell them to you below market price. It seems she's willing to sell your seedlings for your garden. You should ask her for more details. Let's see right now. I have two types of seedlings for sale. First is for tiny soul tomatoes. They grow fast, so they are good for beginners, and they taste great too. I hear these are just the ticket for a quick pick me up. These other ones are return daikon, among your root vegetables. These are some of the easier to grow ones. It got that name because the taste will make you want to visit home. Isn't that funny? These seedlings have some growth on them already, so they'll be a quick harvest. I can only sell you one of each now, but if you come back another day, I'll be back with new seedlings. These are the ones I have right now. Which kind do you want? Okay, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was Daikon Seedlings bedeutet. Persona for Daikon. Seedlings and Produce. Ich will mal nämlich so. Schnauze. Consent. Zukunft. Okay. Eggplant Seedlings. So, haben wir hier die Daikon irgendwo? Tiny Soul Tomato, SP, Red Paprika, White Paprika, Blue Paprika, Green Paprika, Macahorn, Eggplant, Crackweed, opens a lock treasure box, Crackweed, Beet Melon, Cabbage Seed, Daikon Seed, a Daikon Seeding takes around 5 days to harvest. Was denn? Und wo ist hier? Ah, hier, Return Daikon. Let's you leave the dungeon. Ah, nee, das will ich noch nicht. Da will ich Tomato Seedlings haben. 35.000 habe ich aktuell. So. Ich glaube, ich habe 30.000 gerade verdient. I have a tomato seed for today, still have Daikon Seedlings left. That's the one I have right now. Which one do you want? Oh, nee, nehmen wir auch Daikon Seedlings auch noch. Also morgen wieder kommen wir zu neuen Sets.